Robin, wir fahren gerade hier Tennisball-Bundesliga-Auswärtsspiel von Halle nach Krefeld an Hamm vorbei. Da ja, gelebt, ne? Da habe ich 5 Jahre gewohnt und kann mich natürlich nicht mehr so viel dran erinnern, aber schon noch ein paar Sachen, so wie ich angefangen habe mit Tennisspielen. Das war echt natürlich richtig witzig, im Haus, im Keller, mit einem kleinen Schläger und so einem ganz kleinen Softball. Also hat mir, das habe ich noch gut in Erinnerung. Struffi, du auch in Hamm gespielt, oder? Ja, ich habe immer mit Stoffel im Ruderclub trainiert. Hast du auch, mit Stoffel trainierst du immer noch, oder? Ja, klar. Wie lange trainierst du eigentlich schon mit Stoffel und mit dem? Boah, schon sehr lange, seitdem ich so 9 bin vielleicht, ungefähr. Und jetzt voll Bock auf Auswärtsspiel in Krefeld? Auf jeden Fall. Bist du bereit? Ja, klar. Hast du genügend Platz da hinten, oder was? Ja, du könntest ein bisschen nach vorne rücken eigentlich. Kassi, guck mal, wen wir jetzt einholen. Guck mal. Ah, da drüben sind unsere Haller Teamkollegen. Ja, genau. Schau mal, wer da ist. Wer fährt da drüben mit? Die kriegen gar nichts mit hier. Ah, unser Physiotherapeut fährt hier. Genau, der Dani Munoz, der schläft, der bereitet sich schon vor. Was passiert heute noch? Bisschen Training, oder? Ja, heute wird noch trainiert, hoffentlich, weil das Wetter ist jetzt nicht so super. Aber mal sehen, wir brauchen jetzt noch eine kleine Stunde und dann hoffentlich können wir auf jeden Fall noch eine halbe Stunde spielen oder so. Ich traue mich gar nicht, dich auf Fußball anzusprechen, das ist immer nicht so leicht, aber eine Frage ist erlaubt, oder? Ja, klar. Heute Viertelfinale in Costa Rica, wie schaut's aus? Naja, bis jetzt haben die Matches mir sehr gut gefallen von Holland. Ich hoffe natürlich, dass sie dieses Jahr eigentlich den Titel mal holen und heute gegen Costa Rica hoffe ich dann auch auf ein gutes Spiel wieder. Und natürlich wäre es das beste Finale, um dann gegen Deutschland zu spielen. Mal gucken, wie es so geht. Der Schlusswort gehört ja dem Deutschland-Fan. Eigentlich bist du Dortmund-Fan, ich weiß schon, aber Deutschland wird Weltmeister? Gegen Brasilien ein schwieriges Spiel, aber können wir packen, glaube ich schon. Das packen wir, Struffi. Alles Gute morgen, gell?